So, Freunde, willkommen zum ersten Tag des Sturmangriff-Turniers. Alles sehr schnell, drei Sterne und Lila ist gesperrt. Bevor ich mit meinen Hits anfange, werden wir uns Ollis Hits einmal angucken und daraus lernen. Ja, das ist, denke ich mal, clever vom Meister zu lernen. Also gucken wir mal, was da so abgeht. Also quasi ja aufgestellt als Tank. Ulmer. Sudri, Poppy, Noril. Okay, gucken wir mal, wie das so läuft. So. Ich positionieren, so. Das ist natürlich auch eine andere Liga, ja, mit Breakten und so weiter. Seid so gespannt, was er für ein Team sich vorher ausgesucht hat. Ach, guck mal, alle gebreakt da. Was ist da los? Er macht nur mit 4. Er kann, der kann. Achso, ich sag's schon. Das Team können wir so zum Beispiel nicht stellen. Weil wir haben die Mana-Breakpoints nicht, ne? Die sind jetzt nach drei geghosteten Steinen, nach 6 Steinen müssten die dann voll sein. Also zumindest Ulma, Mondfalk und Gunnar. Aber da sind wieder 3. Ja, Mondfalk ist voll. Ist dann da, bei Sudri fehlt jetzt dieses eine Steinchen. Ja gut, er ist aber safe, ne, mit Mondfalke. Easy win. Ja, sein Gunnar ist gut, kann er mit kontern. Die Frage, die ich mir stelle, ist folgende. Und zwar, hier siehst du jetzt gar nichts mehr. Er hat erst Ulma ausgelöst und dann erst Gunnar. Macht es nicht erst Sinn, Gunnar im Kostüm zu machen, weil er die Defensive runter macht? Weil prinzipiell war er hier. Warte. So, Gunnar hat ausgelöst. So, der gegnerische Gunnar, der hat jetzt Attack, Defense ab. Jetzt macht er Ulma. Ulma macht den Schaden und Attack ab. Würde es da nicht Sinn machen, erst Gunnar zu zünden für den Defense Down und dann Ulma? Er ist mir gerade beim ersten Match auch schon aufgefallen. Also entweder habe ich da einen Denkfehler oder Olli denkt da an irgendwas anderes, was ich nicht, woran ich nicht denke. Also Olli, wenn du das siehst, oder irgendjemand anders, der es vielleicht auch so macht, verratet mir mal warum bitte. Würde mich mal interessieren. Okay, da hat er wieder seine 6. Da ist natürlich auch eine krasse Erleichterung, ne? Deine Helden mit 6 Steinen voll sind, anstatt mit 7. So, warte mal. Jetzt hat er aber hier, guck mal.
Ach nee, doch nicht. Nee, nee. War doch, klar. Jetzt? Alle hier, hier, hier. Jetzt hat er... Die waren beide gleichzeitig voll, ne? Die waren beide gleichzeitig voll. Jetzt hat er zuerst Gunnar gemacht. Jetzt macht er Ulmer. So hätte ich es wahrscheinlich auch immer gemacht. Jetzt ist die Frage, hat er sich jetzt hier vertan? Oder bei den Malen davor? Aber im Endeffekt, wer gewinnt, hat recht. Ja, so ist es einfach. Wer gewinnt, hat recht. Spielt dann keine Rolle. Hier ist mal kein Blau. Au, oh, okay. Poppy regelt. Ah, Gramse. Jetzt macht er wieder zuerst Gunnar, dann Ulmer. Aber er hat sich am Anfang da vertan. Ich beobachte dich, Olli. Guck mir das ganz genau an. Ja, dieser Lord Woller, Lord Wollamork. Wollamork. Der ist ja irgendwie so gar nichts, ne? Das sage ich ja in jedem Turnier irgendwie. Und der spricht dann ja so gar nicht an. Auch im Endeffekt am Ende ein einfacher Win. Ja, er blockiert da jetzt nur so ein bisschen die Heilung, aber naja. Ob das jetzt so gravierend ausschlaggebend ist, weiß ich ja nicht. Ja, also, keine Ahnung. Das ist jetzt so ein bisschen nervig mit den beiden Heilern da in der Ecke. Hat er da zigtausend Würmer drauf, aber... Gut, ich meine, die halten seine Heilung ein bisschen ab, aber weiß er nicht. Ich weiß ja nicht. So, letzter. Oh. Okay. Rot kriegt er. Die Lilanen da zusammen, genau. Dann nochmal rot. Ich würde vielleicht, ja gut. Ich würde sagen, ich würde vielleicht nicht den Poppy spielen, aber dann so immerhin. Ui, ja. War knapp. Hat er Glück gehabt. Okay, kommt Todeskombo. Jetzt hat er wieder gewonnen. Jetzt mal gucken, ob er erst Gunnar oder erst Ulmer macht. Erst Gunnar. Aber das am Anfang? Dann macht er genau den gleichen Fehler wie ich. Dann immer von links nach rechts durchklicken und gar nicht drüber nachdenken. Vielleicht. Oder er hat getestet. Was effektiver ist. Ob er es so macht oder so macht. Ja, gut. Easy am Ende. Okay.
Oh, er hat 5 Siege gemacht. Ja, müssen wir da auch ran, ne? Machen wir mal erstmal hier. Zack. So. Und jetzt sind wir am Start. Oh. So, Sturmangriff. Beste, was es gibt, ja. Ich habe mein Inari-Update zu spät gekriegt. Ah, irgendwie ein paar Mädels hatten das hier schon. Da habe ich das hier nur geschrieben, warte, hier. Wir haben im Moment Ausgang, ja. Die Leute, die kleine Titanen kloppen wollen, dürfen das und sollen dann wieder vor dem nächsten Krieg kommen. Ich habe mich extra hier, weil ich dann gedacht habe, okay, vielleicht funktioniert's, habe ich mich hier mal wie eine Frau angezogen, aber irgendwie hat das halt nicht funktioniert. Dann musste ich es nur neu starten. Hab wahrscheinlich genau wieder Borns Humor getroffen damit. Sehr schön. Gut. Ja, dann wollen wir mal. Okay, das ist gut, keine Ahnung, weiß ich nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich bin davon nicht angetan, aber. Wir gucken einfach mal. So, ja, geht direkt los. Sudri, Jahangir. Dann nehmen wir blau. Direkt blaue Team. Gunnar. Nordri und das Huhn. Mondfalke. Heilung über Zeit. Achso, warte mal. Er cleant, ne? Er cleant. Dafür ist er jetzt hier. Dafür den geteilten Schaden. Ich geteilten Schaden oder Heilung? Also ich glaube, ich nehme die Heilung tatsächlich. Kann auch ein Fehler sein. So, und dann brauche ich noch irgendeinen Poppy. Ich habe 2 Heiler, das sollte reichen. Können auch quasi mitnehmen. Ist ein gegnerischer quasi da? Ja, ich weiß, dass wir nehmen. Oder wir nehmen Noril. Ja, bei Noril weiß ich, was er macht. Bei Poppy weiß man ja nicht, ob sie nur einmal oder zweimal oder 20 Mal feuert. So, mal eben hier ganz kurz nur Feintuning machen. Auch wenn es jetzt da nicht so wirklich drauf ankommt tatsächlich. So, 3-1-1. Oh, warte mal, hier ist der Gunnar. Defense down bei uns. Oh. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich brauche doch den anderen Gunnar. Sorry, Halo. Halo muss gehen. So, müssen wir so machen. Und zack. So, pass auf, jetzt haben wir das mit den Truppen auch fein säuberlich gemacht und jetzt kriegen wir keine blauen. Pass auf. gehen direkt unter. Mhm. So, ich habe rot, ich habe blau, ich habe grün. Rot, blau, grün. Ja, komm, tot dem Sudri. Jawohl. Nein. Okay. Siehst du, das ist das Problem jetzt bei meinen, weil ich, oder hätte er vielleicht, wenn wir das Kostüm waren, ich weiß es nicht, aber bei uns, wir brauchen halt nicht 6 Steine, sondern 7 Steine und das ist das Problem, das ist anders als mit den 5 Sterne beim Rush. Wenn wir den spielen, holen wir den hier hin, den holen wir dahin, haben danach unser blaues Match. Gunda löst dann aus, oh, und knallt dann direkt rein. Na, ist egal. Was soll ich machen? Ah. Geil. Okay. So, dann wollen wir mal. Zack. Mal schön ändern. Wir gehen darüber. 100 Hühnchen auf alle. Sehr schön. So, dann haben wir grün. Noril. Ist egal, wo du drauf gehst, weil wir haben es eh gewonnen. Machen wir es mal so.
Okay. Kampf Nummer 1. Kampf Nummer 1 gegen Sudri gewonnen. Sudri Archon 0 zu 1. Beziehungsweise Archon Sudri 1 zu 0. Grams, Belit, okay, die sind eigentlich nicht gefährlich, diese Helden. Dennoch nicht unterschätzen, wir nehmen Rot mit. Drei Rote, das ist dann Mondfalke, es ist Jahangir, der müsste jetzt mit 6 Steinen geladen sein. Und wir nehmen Sudri mit. Zusätzlich brauche ich jetzt aber einen Heiler. Aber dann packen wir Sudri dahin. Jahangir dahin. Jetzt kommst du mal mit. Brauche ich ihn? Brauche ich einen, der säubert? Blindheit. Aber keinen, der säubert. Können wir auch Grevle mitnehmen? Und. Nimm mal Ulmer mit. Wenn Ulmer nämlich feuert mit seinem Defense Down und dann Sudri und Jahangir kommen, dann ist eigentlich Game Over. Eigentlich. So, die geht dahin. So, wunderbar. Okay. Könnte funktionieren. Wir werden es rausfinden. Okay, Rot haben wir, das ist schön. Nehmen wir erstmal alle, die unten sind. So und so. So, Sudri dürfte jetzt nicht. Jahangir, genau, Mondfalke sind. Okay. Gut. Feuern wir direkt, würde ich sagen. Machen wir so und so. Was dann machen wir jetzt immer das Gedankenspiel hier, was ich. Nein, Ulma. Nein. Scheiße. Kann ich doch nicht machen. Kacke. Ich dachte, Ulma wäre voll, dann hätte ich mal geguckt, was Ulma und Sudri zusammen an Schaden anrichten, aber egal. So, wir holen uns hier die Roten zusammen. Elit kann heilen, ja, das ist in Ordnung. Die ist jetzt ewig. So. Machen wir nochmal Mondfalke an, zack. Ghosten grün, dann haben wir Grevler am Start. Das ist okay. So, jetzt. Jetzt haben wir nochmal das Szenario. Ach, Mann. Okay. Jetzt haben wir nochmal das Szenario. Attack up. Ulma. Jetzt bleibt bitte am Leben. Okay, jetzt gucken wir, was Sudri an Schaden macht. 480, zwischen 480 und 500. Ja, ist doch in Ordnung. Wenn man davon ausgeht, dass hier so ein Jahangir 700 Leben hat, oder fast 800, 500 schon eine Menge. Okay, Paolo 2. Tut mir leid. Lila ist gesperrt. Das heißt, wir gehen wieder mit Rot rein, weil hier zwei Grüne sind. Da müsste ich ja eigentlich... Habe ich dann hier... Ach, ich habe ja gar keine Embleme auf ihm drauf. Stimmt ja. Nehme ich ihn denn mit? Warte mal, was haben wir denn noch so? Baucher, ne, das wären 4-1-1 dann. Ne, 4-1, nicht 4-1-1, 4-1. Was denn mit dir? Heilt und Minion, Mann. Wir haben Griffle, das reicht. Brauchen noch irgendeinen Hitter. Nehmen wir mal Poppy jetzt mit. Okay, let's go. Okay. Wenn wir die drei spielen, gehen die beiden hoch und wir haben hier auch ein rotes Match. Weil wenn ich die nämlich so spiele, dann bleibt hier diese Bombe sitzen und dann haben wir hier einen roten, da einen roten, da einen roten. Das bringt uns gar nichts. Machen wir so.
Gucken wir mal, dass wir Greffler auch so ein bisschen mal rankriegen. So, was jetzt? Vielleicht kriegen wir hier gelb. Ja, okay. Ist okay. Können wir nämlich rot spielen und dann kriegen wir gelb noch hinterher. Sehr schön. Vielleicht nicht so viel. Ja, gut. Ich weiß das zu schätzen, aber jetzt sind bestimmt zwei weg. Okay. So, Mondfalke an. Greffle machen wir auch mal direkt hinterher. Ja, Hangier können wir feuern. Dann spielen wir das so. Ah, musste das jetzt sein? Oh, One-Shot gegen Sudri. Oh, holy moly. Das hat der Junge aber nicht verdient. Das muss ich ja mal sagen. Das war arschig. Okay. Ja, das war in Ordnung. Da kannst du ruhig drauf gehen. Besser als dass du mir meinen Hitter hier blendest. So, wir killen Wacker. Dann lassen wir das Feuer hier wirken. Das sind noch 103. Okay, ich habe ja hier die 4. Machen die 103 Schaden? Weiß nicht, ich mach mal lieber safe. Sagte er und bewegte das ganze Board. Okay, reingehabt. Jetzt nehme ich die. Okay, hätten gereicht, die 4. War mir nicht sicher bei einem gelben. Okay. Grün. Oh, wir müssen grün nehmen. Mhm. Okay. Wie nehmen wir denn noch in grün? Muggi. Brauchen wir einen Boni-Entferner? Ja, können wir nehmen, ne? Obwohl, hier ist nur Attack ab. Aber warum eigentlich nicht? Eigentlich nicht. Grams nehme ich nicht mit. Das heißt, wir nehmen hier Bärden mit. Und dann nehmen wir... Sudri mit. Immer 3-2. Ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee, 3-2 zu spielen? Alternativ könnte ich quasi mitnehmen, aber dann wären wir sehr defensiv. Ich habe ja schon zwei Heiler, da brauche ich nicht noch einen. Ja, komm, ich spiele mit 3-2. Was soll schon schief gehen? Okay. Hier rot. Da grün. Hier gelb. Keine Ahnung, was da hochkommt. Wenn ich den grün zuerst mache... Dann geht der hoch und dann habe ich mir hier das Match kaputt gemacht. Deswegen müssen wir den schon so spielen. Jetzt könnte ich die hier spielen. Dann würde der rote hier hingehen, der grüne hier. Ich könnte runterziehen. Dann haben wir drei grüne direkt in Nordri rein. Das tat schon weh. Norill. Okay, da haben wir Glück gehabt. Jetzt kill mir bitte keinen. Okay. War knapp.
So, ich denke, wir können Greffle killen, wenn wir. Können wir doch nicht. Obwohl, er hat die Defensive runter. Komm, das müssen wir schaffen. Ja. Puh. Glück gehabt. Ja, das ist in Ordnung. Der zweite macht mehr Damage, ne? Ja. Ich hoffe, mit dem zweiten sieht man besser und er geht hier auf ihn. Ja, sehr gut. Gut gemacht. Gut gemacht. Er wird eh gleich auslösen. Deswegen versuche ich jetzt mal hier was. Ich habe gehofft, dass hier grün kommt. Ist als Kaskade, aber es ist hier grün gekommen, dass wir das so spielen können. Dann machen wir erstmal Sudri. Dann können wir hier grün ghosten. Okay. Schade um Greffle, aber machst du nix. So, Berden zuerst. Ach so, ja. Hätte man andersrum machen müssen, dann hätte er hier mehr Schaden gemacht. Ja, gut. Mea culpa. Dieser Fehler mit dem kostümierten Rigard, der geht mir immer noch am Keks, ja? Der Regulament. Ach, wir haben noch einen Angriff. Ach so, gut. Umso besser. Lila können wir nicht nehmen. Wir brauchen Blau. Hier sind zwei Rote. Wir brauchen Blau. Ja, mal gucken. Riffle und Mondfalke bleiben drin. Dreimal Blau. So. Gunnar kriegt den dann. Zack. Ja, komm, machen wir jetzt mal richtiges Tuning. Ne, nach dem Elemental oder elementaren Defense Down. Das ist für mich aber elementarer Verteidigungsrunterschaden. Also, merkst du selber, ne? Ist irgendwie doof. Also, ne, weißt Bescheid. Macht dann das Hühnchen nur 1% mehr Schaden hier mit der Truppe. Läuft. So, Agnes fällt eigentlich sehr schnell. Die kann aber auch einen direkt raussnipen. Also mit einem Problem. Müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Okay. Wir haben Rot, wir haben Blau, wir haben Grün. Das ist sehr schön. Nehmen wir erstmal die Grünen hier. Okay, roter Diamant, den nehmen wir auch. Boah, jetzt hauen wir nicht Mondfalke raus. Das wäre richtig arschig gewesen. Ja, wir spielen das mal so. Ich will ihn nicht triggern. Wobei, ich werde eh auf die beiden gehen. Weißt du, dann machen wir es so. Okay. So, Mondfalke will gleich da hinten auslösen. Werde es nicht verhindern können, deswegen machen wir jetzt den Diamanten. Ah, knapp. Mit sehr viel Blau. Sehr schön. Ja, Overkill. Montis, tut mir leid. Okay, ein guter Tag. Guter erster Tag. ...2665. Gleich nochmal gucken, was... Wie viele Punkte hat Olli? 2792. Okay. Olli ist uns voraus.
Aber er hat halt auch gebreakt, ne? Dann haben die Einzelnen da ein bisschen, weil er dann nur gegen Gebreakte gekämpft hat, die haben ihm dann mehr Punkte gegeben. Ja, aber trotzdem, guck mal, wenn du mal überlegst, guck mal, wir haben alle gewonnen, alle Angriffe, ja? Und sind 136 Punkte. 136 Punkte hinter dem ersten. Trotz alledem, dass wir alle gewonnen haben. Das ist schade. Aber gut, machst du nichts. Ja, ich meine, wir werden hier, wenn wir hier in Top 1 reinkommen sollten, dann wäre das schon nicht schlecht. Aber gut, so ist es. Wir gucken nochmal eben hier in die wunderschöne Kiste. Ach so, und für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ich habe gestern noch auf dem Scheißhaus eine 10er gemacht. Ich dachte, vielleicht bringt mir das Glück. Aber selbst das hat es nicht gebracht. Ja, also da sieht man auch, das ist zwar ein Running Gag mit dem Scheißhaus, aber es funktioniert eigentlich fast immer. Nur, ne, diesmal hat es halt nicht funktioniert. Also bedingt. Ja, ich habe den Monatshelden gekriegt. Das habe ich auch als Post gemacht. Aber weder Elisabeth noch Morell noch Lienbrock noch Oktros und wie sie alle heißen. Ja, leider nicht. Da konnte selbst die Methode den Fluch nicht überwinden. Ja, ist halt schade, aber dann warten wir halt einfach nächsten Monat ab, was da so kommt. Wie man sieht, erzwingen kann man es nicht. Selbst mit der bis dahin fast todsicheren Methode, ja. Das Angebot hier würde ich mal gar nicht so kaufen. Ja. Das lohnt sich gar nicht. Ich meine, ja, du kannst Beschwörungen machen. Das ist schön, aber. Ach, nee. Die kannst ja schon mal hier in eine Tonne kloppen. Die brauchst du ja eigentlich gar nicht. Da sind es im Endeffekt nur 27, die dir was bringen. Dann hast du halt sowas dabei wie Taverne, Atlantis. Dann beschwören die meisten sowieso nicht mehr, weil sie halt Season 4 und Season 3 machen. Kostüme, ja. Aber prinzipiell würde ich das nicht machen für den Preis. Würde ich nicht. Gut, was war denn das hier? Ach so, ja, das war auch sehr schön. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dahin viel Erfolg, viel Glück beim Turnier. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.